Hallo, ich bin Daniel Düngel. Ich sitze für Oberhausen, für die Piraten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir stehen hier gerade auf einem ehemaligen Industriegelände, auf dem der Industriewandel, der Strukturwandel des Ruhrgebiets eigentlich ganz schön deutlich wird. Im Hintergrund ist der Gasometer, quasi das Wahrzeichen schlechthin für Oberhausen, wo laufend auch Wechselausstellungen sind und das auf jeden Fall ein Besuch wert ist. Vor mir liegt das gesamte Gelände des Zentros. Und ich glaube, dass auch das ist ja überregional bekannt und zeigt halt eben, wie stark sich Oberhausen in den letzten Jahren entwickelt bzw. verändert hat. Gerade standen wir noch davor, jetzt stehen wir oben drauf auf dem Gasometer in Oberhausen. Hier hat man den schönsten Blick über Oberhausen, aber auch über das gesamte Ruhrgebiet. Essen, Mülheim, Gelsenkirchen, ein wahnsinniger Blick. Und spätestens für diejenigen, die mit der Ausstellung nichts anzufangen wissen, der Ausflug hier oben auf den Gasometer lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen im Hintergrund das Stadion Niederrhein. Da werden wir gleich auch noch ein paar Aufnahmen von sehen. Und da werde ich ein bisschen was über unsere Fanrechte oder über die Fanrechte erzählen, für die wir Piraten uns einsetzen. Wir stehen jetzt hier vor dem Haus der Jugend oder besser gesagt vor dem ehemaligen Haus der Jugend. Das Haus der Jugend hier in Oberhausen ist ein Beispiel, wie eben Jugendpolitik der etablierten Parteien nicht funktioniert. Das Haus der Jugend ist geschlossen. Die etablierten Parteien sehen keine Verwendung mehr für dieses Gebäude. Es hätte renoviert werden müssen. Die Gelder dafür sind nicht da. Oberhausen hat halt große finanzielle Probleme. Das ist bekannt soweit. Für uns Piraten ist es aber die falsche Stelle zu sparen. Wir dürfen nicht bei Bildung oder bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen an der falschen Stelle Geld einsparen. Ein Zentrum wie dieses, ein Jugendzentrum wie das Haus der Jugend ist wahnsinnig wichtig für das jeweilige Stadtviertel und eigentlich absolut unabdingbar, dass ein solches Projekt gefördert wird und weiter aufrecht erhalten bleibt. Das ist leider hier in Oberhausen nicht der Fall. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Stadion Niederrhein. Wir haben uns ja vorhin schon, oder ich habe vorhin ein bisschen über Jugendpolitik gesprochen und hier vor dem Stadion Niederrhein. Das Motiv haben wir uns deswegen ausgesucht. Ich setze mich im Landtag für Fanrechte ein. Es gibt ganz viel Repressalien, mit denen Fans, gerade Ultras, leben müssen. Stadionverbote, Platzverbote, Stadtverbote, die ausgesprochen werden, häufig ohne irgendeine richterliche Verurteilung, sondern nur allein deswegen, weil vor Ort von der Polizei vielleicht Personalien aufgenommen wurden. Der sogenannte Gewalttäter landet in der Datei Gewalttäter Sport. Die wollen wir abschaffen als Piraten, beziehungsweise zumindest komplett neu strukturieren, neu reformieren. Ich selber gehe seit etwa 25 Jahren zu Rot-Weiß Oberhausen. Ich kenne mich aus, ich weiß, wie es in der Fanszene ist und ich weiß auch, wie es ist, wenn man eben auch Probleme mit den Ordnungskräften oder auch der Polizei hat. Deswegen ist das für uns wichtig, für uns ist der Dialog wichtig. Wir haben als Piratenfraktion bislang 4 sogenannte Fan-Hearings im Landtag Nordrhein-Westfalen stattfinden lassen. Wir unterhalten uns mit den Fans und wollen uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass eben politische Vertreter mit den Fangruppierungen sprechen und die Fans eben gehört werden, damit unsere gemeinsamen politischen Ziele, die wir mit den Fans haben, dass wir die vorantreiben können und dort auch Erfolge erzielen können. Wir wollen eine Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten bei Großeinsätzen. Menschenrechte enden eben nicht am Stadiontor. Wir wollen einen Dialog mit den Fans auf Augenhöhe betreiben, mit den Vereinen, mit den Verbänden, mit der Polizei, sind gegen Nacktkontrollen, gegen Videoüberwachung im Stadion, für Menschenrechte. Ja, wir haben jetzt heute einiges gesehen, einiges von Oberhausen gesehen. Wir haben uns politische Probleme auch in Oberhausen angeguckt, die wir als Piratenfraktion auch im Land aufgreifen. Es gibt viele weitere Probleme, die uns beschäftigen. Ich nenne beispielsweise die U3-Betreuung, wo es an vielen Ecken einfach noch hapert, wo zu wenig Plätze da sind, obwohl das Land schon eine ganze Menge getan hat. Die ersten Klagen gibt es, es gibt die ersten Urteile. Wir werden weiter dranbleiben. Wir setzen uns dafür ein, für die Interessen der Eltern und Kinder, dass ein wohnortnaher Betreuungsplatz bei aller Flexibilität vorhanden ist. Und das wird sicherlich ein ganz spannendes Thema noch in den nächsten Wochen werden. Ja, zum Abschluss unserer Tour sind wir jetzt hier bei mir im Wahlkreisbüro. Das Wahlkreisbüro wird dienstags und donnerstags geöffnet. Mein Mitarbeiter Andreas Rohnig sitzt dann hier und empfängt interessierte Bürger,
interessierte Gäste. Von 10 bis 18 Uhr sind wir hier. Natürlich auch außerhalb der Zeiten. Wer also Interesse hat, mit mir oder mit Andreas in Kontakt zu treten, wendet euch bitte einfach an uns, kommt vorbei. Wir freuen uns auf den Besuch, auf den direkten Kontakt mit den Oberhausenern. Ja, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren ein paar ganz interessante Bilder. Bleibt uns Piraten treu und in dem Sinne, Glück auf!